So, hallo Leute und willkommen zum wahrscheinlich letzten Match in dieser Promo. Also wieder LOL S6, ja, Promo, so Platin 5 und wirst wahrscheinlich verloren. Wir haben im Gegnerteam wieder, alles klar, Feinde ohne Ende. Feinde, die ich nicht sonderlich mag. So passt es. Ja, Wukong, wenn du dich nicht bewegen solltest, bin ich recht froh drüber. Okay, zwei Platin-Leute. Ja gut, dafür sind wir aber... Ne, wir haben... Ja. Ich weiß nicht, ja, schade, Wukong ist doch da. Ich bin mir nicht so sicher, ob die... zwei Gold-Leute besser sind. Die zwei Gold... Nee, die sind auf jeden Fall wieder höher. Meines Erachtens nach. Allein wenn du wieder von Platin nach Gold mehr Win brauchst, als von Gold 2 nach Gold 1. Hallo Morgana. Ja, das hat sehr viel gebracht. Aber wie ihr seht, wir haben halt eine Morgana schon auf dem Bottom. Das kotzt mich richtig an. Alter, Morgana, komm runter. Du machst damit überhaupt niemanden hektisch außer dich selbst. Denn unser Jungler ist auf Toplane, der braucht also nicht zu befürchten, dass du ihn im Jungle störst. Und dafür dein Jungler jetzt anscheinend weniger Hilfe bekommen. Wo ist denn jetzt die die steht nicht immer noch da im Busch, oder? Doch, sie stand da immer noch im Busch. Oh mein Gott, ich hab's abgefangen. Oh mein Gott, sie spielt mit Thunderlord, es ist so traurig. Und Ignite sogar auch noch, Alter. What the heck? Daneben. Ja, jetzt haben sie den Amumu. Wir haben wenigstens mal ein etwas ausgeglicheneres Team. Wir sind nicht nur pur AD. Das Team hat in der Champion-Auswahl wenigstens mal ein bisschen gedacht. Nachgedacht. Gut war ja dann noch der... Oh, es regt so auf, wenn man sich dann... die Scheiße nach der Champion-Auswahl immer anhört. Hallo Krankenwagen. Ja, gegen Akali ist das auf jeden Fall ein mieser Counter mit dieser Attacke. Das gebe ich durchaus zu. Selbst Level Dex bringt dir nicht so viel. Och, Alter, geh mir doch hier nicht auf den Piss, bitte. Lol, sie rennt sogar noch rein. Warum machst du danach die Falle an? Du kannst... Nein, der Headshot ist eine Auto-Attack, den kann sie damit nicht abwehren. Ich glaube, sie kann ihre Ulti damit abwehren, ja, aber... Nicht die, nicht den Headshot, also nicht die Passive. Meine ich zumindest, ich bin mir jetzt allerdings auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall nervt sie ganz schön. First Blood. Du musst nicht so lange in dieser Pfütze stehen bleiben. Sie hat dich nicht mit einem Beinen getroffen. Vielleicht ist das kleiner Hinweis für dich. Jetzt hat sie das richtig benutzt. Ja, du hast mir nur mit dem Bein Schaden gemacht, weil ich leider zu spät geschildert habe. Farmel sieht es eigentlich recht gut aus momentan. Renn rein und dann renn wieder zurück rein, das ist auch eine Möglichkeit. Schöne Q.
Und wenn ich hier schon den Chat sehe, kriege ich schon wieder so einen Hals. Das ist unglaublich. Könntest du endlich aufhören? Und sie schubst auch noch in die falsche Richtung. Okay, good job. Wir haben wenigstens ein paar Summoners rausgepokt, aber der Rest von den Beinen war echt schlecht. Warum spielt man Talia, wenn man es nicht kann? Hm? Sag mir das mal. Hier sind doch schöne Premates wieder. Siehst du, man kommt da eigentlich locker raus, ohne Thunderlord auszulösen. Solange sie den Bind oder eine Auto-Attack nicht trifft. Sonst wird es ein bisschen knapper. Das wird uns wahrscheinlich allen so ergehen. Sie läuft natürlich so durch die Pfütze. Möglichst langen Weg. Aber so wie der Talia gerade wird es uns wahrscheinlich alle ergehen. Da steht jetzt schon 4-0. Die läuft wieder kreuz und quer da durch anstatt raus. Sie will Schaden fressen. Ich meine, was ist denn da los? Jetzt sieht es mit dem Farm nicht mehr so gut aus. Oh, Glückwunsch. Guck mal, ich renne nochmal rein. Einfach nur, weil ich es kann. Ich mache einen auf Caitlyn. Ja, komm, er schießt es. Was ist denn jetzt von der? Eigentlich müsste ich ja versuchen, den Thunderlord die ganze Zeit rauszupoken, damit die Kate damit aufhört. Ich würde vorsichtig sein. Job. Du hast gerade nur kein Q abgefangen, weil die Morgana kein Mana mehr hatte, das weißt du, ne? Ich hab kein Mana.
LeBlanc SS. Wenn du jetzt nicht zurückgehst, werden wir hier wahrscheinlich gleich nochmal alle sterben. Da ist nämlich schon die LeBlanc. Es war jetzt gar nicht mal so schlecht für uns, auch wenn dieser Kampf gerade extrem grottig irgendwie war. LeBlanc ist schon wie sehr gefeedet? Auf 3-0 ist hier schon gefeedet, hat also auch schon Blutrausch, okay. Talia schon auf 0-3, okay. Okay. Wieso auf Henkers? Achso, ja klar, wegen Vladimir auf Henkers. Okay, nee, verstehe ich. Das verstehe ich. Den frühen Henkers. Ich habe keine Ahnung, was er da geschrieben hat. Weil man wieder kein Englisch sprechen kann. Tot. Aber gerade noch so, du. Gerade noch so. Lass es einfach da stehen. Komm da einfach weg. Es ist es nicht wert, dieses 30 Gold. Genauso wenig wie das es wert ist, dass du dich hier die ganze Zeit pauken lässt wie sonst was. Wer bist du, die Kate? Good job, versucht das nächste Mal zu treffen. Ich habe gehört, das hilft, wenn man Schaden versucht auszuteilen. Und wird aber partout keinen Bock zu treffen oder sonst was zu machen. Sie lässt sich lieber wieder poken. Viel interessanter, Schaden zu kriegen, anstatt auszuteilen. Tschüss. Immerhin ist sie jetzt mal tot. Sie rennt einfach nicht raus! Okay, hat nichts gebracht. Da doch, sie hat sie doch noch bekommen. Okay. Kommst du weg? Das ist völlig in Ordnung, was du da gerade gemacht hast. Nein, komm doch! Rennt sie von mir weg wieder im ersten Moment, ey. Manchmal verstehe ich es nicht so ganz. Gut, wenigstens ist sie dann im zweiten Moment noch auf mich zugekommen. Das wäre nämlich noch ein easy Kill für die LeBlanc gewesen. Aber der Vorteil bestand jetzt darin, dass die LeBlanc nur versucht hat zu töten, anstatt Over zu killen. Hätte sie einen Overkill versucht, hätte sie es geschafft. So. Ach man, du hast dir nicht mal einen Kratzer zugefügt.
Entscheid dich, Wu! Alter! Ey, ich habe das Gefühl, dass meine Teams momentan regelmäßig an einem Wettbewerb teilnehmen, um herauszufinden, wer useless ist. Ich bin useless. Nein, ich bin viel mehr useless als du. Weil ich bin so useless. Hallo. Meint, es ist ja schon traurig, dass die Towers ausgeglichen sind. Der Farm, also dass die LeBlanc mit Farm weiter ist, mit Kills weiter ist, obwohl die LeBlanc momentan hauptsächlich ein Roman ist. Und gut, man muss vielleicht da auch noch vorhalten, dass die Talia ja auch am Roman ist. Okay, okay. Lassen wir das stecken. Auch wenn die Talia recht schlecht roamt. Warte mal, von wem ist das? Von Vladimir, schade. Ich hatte gerade gehofft, dass das von LeBlanc ist. Das würde nämlich bedeuten, dass hier das Ding raus ist. Glückwunsch, du hast einen unnötigen Wort beseitigt. Ist das dein Ernst? Sei froh, dass die Morgana momentan noch kein Stück beschissener AP hat. Mann, bitte. Verpiss dich. Sag, verpiss dich. Geh da weg. Wieso gehst du denn nicht einfach weg? Wieso willst du denn unbedingt den Flash wasten? Es war doch sowas von klar, was die versucht. Guck mal, ein Wort. Wieso ist der Wort hier schon wieder raus? Tot. Oh ne, doch nicht. Kleine Hure. Kleine greedy Bitch, Alter, ey. Oh, Alter, Leute. Little greedy bitch, Alter, ey. Ja, ich werde auf jeden Fall Solaris holen. Ja. Ich werde relativ viel AP holen, glaube ich. Gegen AP. Wenn ich mit deren Team so angucke.
War mir klar, dass sie wieder nicht rausläuft. Du solltest dich einfach verpissen. Nein. Du hast nur absolut keine Magie, Resi. Das ist der Unterschied. Rennen. Rennen. Ja. Und dann, die haben sie 2 Kills bekommen. Ich kann den Typ nicht wegschubsen, dank das Morgana-Schild. Läuft auf jeden Fall. Ne, das Spiel ist verloren. Leute, die wieder zu blöd sind, um überhaupt was zu erkennen, so wie der Wu. Ab hier, Mumu! Nein, du hast einfach nur 40 Magieresi gegen ein Full-AP-Team. Das ist alles. Hölle, glaubst du jetzt echt, ich denke, die ist ein Frosch für dich oder was? Leider habe ich es getan. Okay, da ist kein Pinkwort drin. Warum erhöhe ich hier Schaden, wenn sie dann aufhört, auf den Turm zu schießen? Ja, sie hat jetzt 3 Wards kaputt gemacht von mir und du rennst gerade in 2 Leute rein. Sie hat Ulti, weil sie hat hier über die Mauer gekonnt, nur so als Hinweis vielleicht. Renn. Du rennst immer noch nicht. Bist du so dumm? Ja, du bist so dumm. Gute Nacht. Braucht das ernsthaft noch irgendwelche Worte? Du hast sie also nicht gesehen. Sie wurde 2-mal angepinkt. Du hast sie also nicht gesehen, okay. Schön, dass die Leute mit dem... Ey, die haben alle 5 Tode. Das kann doch nicht sein, ey. Und ja, den Wu hätte ich gerade noch retten können. Ich hatte nur absolut keinen Bock, da jetzt noch irgendwas zu machen, wenn er so blöd ist, da reinzurennen.
bin nicht dafür da, um irgendwelchen Leuten die ganze Zeit den Arsch abzuwischen. Immer so, du warst geschuldet. Du hast trotzdem Hälfte HP verloren. Da zeigt wieder jemand, dass er so blöd ist, um Englisch zu sprechen. Good job. Magst du nicht mal treffen? Warum wisch ich jeder Missgeburt in diesem Kackspiel eigentlich ständig den Arsch ab und die reißen einfach nichts? Guckt euch das an, wie die alle stehen! Und Italia hat gerade eine Doppeltötung geschafft, weil ich bei ihr war. Aus keinem anderen Grund. Bestimmt nicht, weil sie Skill hat, denn die hat irgendwie 3 oder 4 Mal hintereinander ihre Q verfehlt. Und dann sind die Typen auch noch so blöd, um Englisch zu schreiben. Happy dying. Maybe erst hinter kommt mir LeBlanc von hinten. Erst will er Kali backporten, jetzt bleibt sie doch hier. Macht aber nicht sonderlich mehr, nicht sonderlich viel mehr, also. Sie steht einfach nur da und guckt. Sie hilft nicht, den Tower zu verteidigen, sie greift nichts an, sie tötet nichts, sie macht absolut und rein gar nicht. Ich weiß nicht mal mehr, was ich dazu sagen soll, tut mir leid. Jedes Mal, wenn ich in der Promo bin, läuft es so ab. Nächster Drache für die Amumu AP. Ja, er hat mittlerweile ein AP-Item. Stimmt. Ja gut, ich glaube, das hier ist auch noch ein AP-Item, mehr oder weniger. Ah, das war's dann auch. Und Rulais würde ich mir auf Amumu sogar kaufen, wenn ich nicht auf AP gegangen wäre. Ich habe einen Tod. In meinem ganzen Team habe ich gerade einen Tod. 24 Mal wurden meine Teammates getötet. 24 Mal. Bei 7 von 10 Kills habe ich mitgeholfen. V-
25 Mal ist mein Team gestorben. Und ich kann euch versprechen, ich brauche hier noch wieder 2-3 Spiele, um in die Promos zu kommen. Diese funktionieren wieder wunderbar. Und dann läuft es wieder so ab. Denn es läuft immer so ab. Die greifen Baron nicht an. Also sie wollten es nicht. Hallo. Überhaupt nicht gefühlt, ne? Tat auch kein bisschen weh. Und das, obwohl ich mittlerweile MR stecke. Wenn du noch 5-mal pinkst, hilft es vielleicht. Wie wir alle wissen, je öfter man pinkt, umso mehr hilft es. Sie kann nicht entkommen. Ich wollte gerade sagen, das reicht auch, um dich zu töten. Die Zeit noch. Also um den Kill mir anzurechnen. Ja, mit 2 Kills und 1 Tod und 10 Assists habe ich die beste KDA im Team. Weitaus die beste KDA im Team. Das ist der Ahnendrache. Mittlerweile. Es wurden also nicht viele Drachen verteilt.
Ich würde halt gerne vorher back, um mehr Banshees zu holen. Wie wäre es, wenn wir uns alle Harrison lassen? Das ist doch das Beste, was wir tun können. Ja, sterben wir halt. Und hier sieht man wieder, ach schade, ich kann es nicht mehr zeigen. Guckt einfach ein paar Sekunden zurück, da seht ihr ja diese Anschuldigung, warum wir jetzt diesen Teamfight verloren haben. Denn Wu engaged und niemand followed. Interessanterweise war Vladimir hinten bei uns, genau wie Amumu. Amumu ist ja vorhin noch an mir vorbeigerannt, um wieder an die Front zu kommen, um seine Backline zu schützen. Aber gut, dass wir verloren haben, weil Wu engaged und niemand followed. Anstatt mal, dass irgendjemand dazu bereit ist, unsere Backline zu schützen. Kein Kommentar.